Das Trio Zimmermann war zu Gast in Hamburg mit Christian Poltera, Frank-Peter Zimmermann und Antoine Tamestit. Ein großartiges Konzert. Vielleicht hören Sie ganz hinten noch den Jubel, der gerade verhallt ist. Und ein Konzert, was offenkundig den drei Spielern auch ungeheuren Spaß gemacht hat. Ich fragte mich manchmal, was passiert da? So viel Kontakt, so viel Lebendigkeit, das ist ja mehr als der Schnitt gewesen. Und dann gab es eine Situation, da kriegte zumindest der Antoine Tamestit fast einen Lachkrampf und mussten sich erstmal die Tränen vor Lachen aus den Augen reiben. Was ist da passiert? Nein, nicht nur ein kleines Witz, aber wir sind sehr gute Freunde. Wir arbeiten viel und sehr präzise immer. Und wir brauchen als Musiker und als Freunde diese Witze und dieses Lachen. Und das bringt uns eine Leichtigkeit und das hilft, um die Konzentration, die höchste Konzentration zu finden, ich glaube. Und das ist für uns als wichtig, als die Partitur sehr gut lesen und immer arbeiten. Also es war ja von der Präzision wieder gut. Das Trio ist ja auch bekannt, auch dafür, für technische Perfektion. Aber da war ein Moment, war mein Eindruck, da war schon mehr als das normale sich zublinzeln, sondern da war irgendwas passiert. Mögen Sie verraten, was da gerade los war? Also, wenn wir das raten, es ging um ein Video, was wir vor vielen Monaten gemeinsam gesehen haben, immer und immer wieder gesehen haben, wo jemand unterrichtet und dann einen kleinen Unfall erlebt. Und das habe ich kurz, bevor wir da stimmten, wir brauchen nur ein Wort zu sagen, der Antoine konnte dann plötzlich sich nicht mehr halten. Aber den Namen sagen wir nicht. Sie haben ja nicht nur, Sie sind nicht nur drei tolle Musiker, sondern haben auch noch überragende Instrumente dabei. Das Mara, das Cello von Christian Poltera haben wir hier noch mit vorne im Bild. Ist es auch so ein bisschen manchmal Wettspielen und zu sagen, guck mal, ich habe mal das Tollste von uns dreien, oder ist es auch ein Stradi-Wettspielen? Das ist, glaube ich, nicht die Absicht dahinter. Also es wäre auch schwer zu toppen bei uns allen dreien eigentlich. Also wenn man gerade denkt, dass Stradivari, glaube ich... Aber deins brennt länger, oder? Das brennt länger. Zum Beispiel nur 10 Bratschen sind, glaube ich, noch erhalten überhaupt von Stradivari. Und es einfach, da gibt es ja mehr als 10 Bratschen, die gerne sowas spielen würden. Also da gehört auch wirklich viel Glück dazu. Und das haben wir alle drei eigentlich. Und ich glaube, da gibt es keine Eifersucht oder kein Wetteifern innerhalb des Ensembles. Wobei Sie gerade auf einer Ersatzgeige spielen, also sage ich mal auf einer Strat von der Reservebank, und Sie hoffen noch, dass Sie Ihre zurückbekommen, die gerade irgendwo im Tresor hockt. Das wird ja abzuwarten sein, ob die zurückkommt, aber ich werde ab nächsten Jahr wahrscheinlich eine andere Geige geliehen bekommen und erstmal die Zeit überbrücken damit. Im Moment ist es halt fast alle 2 Wochen eine andere, was auch mal ganz schön ist, aber es ist halt dann doch bei gewissen Stücken, die man so ja quasi in sich hat, und jede Geiger ist eine andere Persönlichkeit. Man braucht eigentlich doch auch immer wieder Monate, wenn nicht Jahre, sich darauf einzufinden, um dann wirklich alles das genau zu machen, was die Geige will. Ja? Bei den Stradivari-Instrumenten ist es ja wirklich so, man denkt immer, oh, wunderbar auf dem Instrument zu spielen, das ist natürlich auch wunderbar, aber es ist die größte Herausforderung überhaupt, weil man kann es nicht einfach so in die Hand nehmen. Und alles eigene Persönlichkeiten. Ja, man muss sich als Spieler wirklich, selbst auch als großer Violinist oder Geiger, Cellist oder Bratscher, wirklich damit jahrelang auseinandersetzen und sich eigentlich verändern, wie das Instrument es will. Das ist das Interessante. Also es ist vielleicht ganz simpel ausgedrückt ähnlich so, als wenn ein normaler Autofahrer sich in ein Formel-1-Auto setzen würde. Der wird damit auch in die nächste Wand fahren. Auch ist gut, ja. Also heute sind alle Wände freundlich. Ich fahre immer noch durch die Wand. Seit 2007 spielen Sie im Trio zusammen. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Das war eine Zeit, da war Frank-Peter Zimmermann, sage ich mal so klischeehaft, schon der große Star. Sie beide waren noch sehr, sehr jung. Spielt das heute noch irgendeine Rolle? Gibt es so eine gewisse, sage ich mal, Grundhierarchie, dass einer von Ihnen dreien doch ein bisschen Chef im Ring ist? Ich glaube, es ist wichtig für mich, ein Respekt und, wie sagt man, Admiration, Admiration für andere Musiker zu haben. Und ich hatte für lange Zeit, Frank-Peter Zimmermann war für mich ein Idol, und es war ein Traum, mit ihm zuerst die Sinfonia Concertante von Mozart zu spielen und danach auch ein Trio zu gründen.
Aber ich habe auch die größte Respekt für Christian Poltera als Musiker. Er hat einen Ton, einen Klang, auch der Frank-Peter Zimmermann sind für mich beide eine große Inspiration. Und ja, es gibt einen Unterschied und es gibt eine, wir sind auf, nicht auf dieselbe, wir sind nicht, wir sind jünger als Frank-Peter Zimmermann, aber er bringt uns seine Erlebnis, sein Lebens mit Musik und wir bringen vielleicht neue Ideen, neue frische Ideen und ich glaube, wir helfen uns und wir respektieren einander und das ist sehr, sehr wichtig in einem Ensemble für lange Jahre. Dass man auch doch, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe sich begegnet. Jetzt haben wir auf Sie beiden gerade eine kleine Hymne gehört, eine Lobeshymne. Jetzt muss eine Retourkutsche bitte kommen in Richtung Antoine Tamistit. Lassen Sie sich mal überlegen. Gibt es irgendwas Positives? Antoine kenne ich eben noch länger als jetzt Frank-Peter. Frank-Peter kenne ich natürlich eben genauso wie Antoine von Schallplatten oder auch eben, ich habe CDs, ich habe Konzerte hören dürfen. Ich war damals Student von Heinrich Schiff. Heinrich Schiff war damals auch Kammermusikpartner und von Frank-Peter. So habe ich dich auch immer wieder erlebt. Aber ich habe mir damals eben natürlich nicht träumen lassen, dass ich da mal eben in einem Trio mitspielen dürfte, auf diesem hohen Niveau. Und Antoine rief mich dann eben mal eines Tages an und sagt mal, was hältst du eigentlich von Frank-Peter Zimmermann, so ungefähr? Und dann dachte ich schon, doofe Frage, warum fragt er sowas? Na, hättest du Lust, mal Trio zu spielen? So, das war die Art, wie er mir das so beigebracht hat. Und das war natürlich unglaublich schön. Ist das gleichberechtigte Spiel im Trio vielleicht ein Tick einfacher, als wenn man Quartett spielte, weil es doch eher drei Solisten und drei Einzelkönner sind und nicht ganz so diese Rangfolge, ein Primarius und dann die drei anderen? Also das Streichtrio ist sicherlich eine Riesenherausforderung, aber letztendlich ist das Streichquartett natürlich, ich finde, immer fast unmöglich, wenn man gleichzeitig Solist ist. Als Streichtrio kann man sich wirklich in ernsthaften Perioden treffen und lange üben und das erreichen. Aber in einem Streichquartett, und da gibt es ja auch eine Riesenkonkurrenz, die man ausgesetzt ist, muss man eigentlich wirklich fast nur das tun. Man würde den berühmten Ensembles damit wirklich auch keinen Gefallen tun dagegen an. Also ich sehe das so, obwohl das Streichquartett spielen nach wie vor, ich glaube, unser allergrößter Traum wäre, sicher, weil das Repertoire ist einzigartig. Vielleicht noch die kleine Schlussrunde. Sie gehen jetzt auf große Tournee. Was passiert außerhalb von Reisen, Proben und Konzert? Was erleben Sie auch als drei junge Männer, sage ich mal, obwohl sie den alten Herrn hier mitschleppen. Ja. Was passiert bei solcher Tournee? Er lag eben auf der Zunge, als der Antoine diesen Lachanfall bekam. Das hat man davon, wenn man so Kinder mit auf die Reise nimmt. Das hätte ich fast laut gesagt. Aber früher habe ich, als Herr Christian sagte eben, als ich mit Heinrich Schiff und Christian Zacharias, dem Pianisten, auf Tournee ging, war ich immer der 15 Jahre Jüngere. Und dann habe ich wahrscheinlich auch Lachkrämpfe dauernd gekriegt. Die Alten haben mich angeguckt, ganz streng. Nee, aber ich glaube, wir sind ein demokratisches Team. Wir sind halt menschlich auch so unglaublich gut, dass wir zusammenpassen. Das war Antoines Idee. Ich meine, ich habe Christian natürlich auch immer mal gesehen mit dem Heinrich Schiff zusammen, habe ihn damals aber nie gehört. Ich habe Antoine halt durch Zufall einmal mit ihm spielen dürfen. Das war zum 100. Geburtstag. 250. Geburtstag von Mozart und das Konzert war in Liège, in Lüttich. Und da habe ich mit ihm die Konzertante gespielt 2006 und daraufhin habe ich ihn sofort schon nach der ersten Probe gefragt. Antoine, es war immer ein Wunschtraum von mir, Streichtrio zu spielen und ob er nicht Lust hat. Und dann hat er eben den Christian vorgeschlagen und interessanterweise für mich waren das halt wirklich auch die beiden Meisterschüler der beiden, mit denen ich auch Tabea Zimmermann und Heinrich Schiff, mit denen ich vor 15 oder 20 Jahren Musik gemacht habe. Also es ist fast in der Familie geblieben. Aber ich habe viel mehr Spaß mit euch, das muss ich sagen. Und wir hatten heute einen Riesenspaß mit diesem Trio und musikalischen Hochgenuss. Hoffentlich bis bald. Danke.